ein. Es ist ja auch hierzulande noch eine Menge zu tun. Wir haben immer noch ein transsexuellen Gesetz, was Transsexuelle diskriminiert. Wir haben immer noch frühe Operationen bei Intersexuellen. Wir haben immer noch Benachteiligungen für Regenbogenfamilien. Und wir haben nach wie vor auch immer noch eine Situation, dass faktische Diskriminierung hierzulande in Größenordnung stattfindet, Rechtspopulismus auf dem Vormarsch ist. Also wer tatsächlich was tun will, damit Menschen hierzulande unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität tatsächlich anerkannt werden. Nicht nur in Wahlkampfsituationen, nicht nur mal taktisch, der kann nur die Linke wählen.